Oi, da endlich ein neues Deckprofil von Tati. Cosmo Update, nur für euch. Servus Jungs. Ich werde heute mal Cosmo testen. Ja. Hab's mir mal jetzt so zusammengebaut. Schauen wir, wie es läuft. Letzte Woche lief's gut auf den Regionals. Fangen wir mal an. Monster. Ganz klar. Drei Farm Girl momentan. Wichtigste Karte. Ja. Der Sucher im Deck. Dazu kam natürlich die Karte des Decks, ja, Destroyer. Beste Karte, kann man viele Sachen mit anstellen, ja, gute Kombos. Drei Sliprider, allein wegen den ganzen Fallen-Line-Up oder den Scales eventuell zu schießen. Zwei Forerunner reichen vollkommen, ja, braucht man nicht mehr so oft. Zwei Wicked Witch, sehr gute Karte. Viele spielen drei, ich spiele nur zwei. Zwei reichen mir. Ich kann sie immer suchen. Kann nicht zerstört werden. Das ist ein guter Effekt. Einen Strawman. Viele spielen auch zwei, ich spiele nur einen. Der reicht mir vollkommen. Ich kann ihn mir da auch immer wieder suchen, immer zurückholen. Das kann ich vollkommen. Eine Goodwitch. Ja. Gegen Cosmo sehr gut, gegen große Monster sehr gut, immer zuzubocken. Und ja, kann auf jeden Fall was. Das waren jetzt die Cosmo-Monster. Die Nicht-Kosmo-Monster werden bei mir zweimal Honest. Viele haben sie nicht mehr gespielt, ich spiele sie schon. Ich finde sie sehr gut, also mittlerweile noch. Schauen wir mal, wie sich jetzt dann in Zukunft ergibt. Ja, geile Karte. Und jetzt neu teste ich jetzt mal Yura Gedo, kam jetzt auch bei uns raus. Heute getestet. Ich glaube, schauen wir mal, wie der laufen wird. Zu den Monstern, zu den Zauberkarten. Ganz klar. Die Zauberkarte, ja, ist die Karte des Decks. Als Zauber. Gute Effekte. Dreimal auf jeden Fall. Drei Teleport. Ganz wichtig. Sowas für Magician als Tech Talk. Ich habe nur gewartet, bis hier einer hat. So. Drei Reasoning. Ganz wichtig. Zwei MST. Für mich auch jetzt wieder mittlerweile wichtig, einfach um die Fallen oder keine Ahnung, alles wegzuschießen. Da ja, habe ich letzte Woche gemerkt. Drei Geki, ja, immer noch gut die Karte und eine Allure für den Draw. Fallen, ich teste gerade zwei Generationswechsel, die lief gar nicht mal so schlecht, ich teste sie heute wieder mal, kam ganz gut, vergleichbar jetzt mit der neuen Karte, die rauskommen wird für Cosmo. Time Space Trap Hole. Sehr, sehr gute Karte auch gegen Pendel, gegen Cosmo. Ist zwar teuer, aber schickt dann die ganze Karte wieder zurück ins Deck. Kommt ganz gut. Eine Bottomless. Ganz normal. Ein Skill Drain. Sehr gute Karte. Einmal Breakthrough Skill. Auch gut, um gegnerische Effekte zu negieren. Auch dann von Grave zum Beispiel. Ein Emptiness. Das ist ganz klar. Und einmal Warning. Beste Karte. Zum Side-Deck. Mein Super Space. Zweimal Kolosseum des Kaisers. Auch sehr gute Karte gegen Pendels. Zweimal Cyber Dragon. Ganz wichtig. Zweimal Monarch Stormforce. Ich will drei spielen. Hat jetzt keine, aber sehr, sehr gute Karte. X17Z-Universum, gute Karte gegen BA oder auch gegen Pepe, wenn sie mehrere Exits draußen haben. Magischer Quell, gute Karte, sehr gute Karte, da haben wir auch ein Video gedreht gegen Pendulum Decks. Ja. Und natürlich dreimal Grand Horn of Heaven. Ja. Wenn die einmal durchkommt, ist der Gegner meistens immer tot. Ja. Ein Chimera-Tech, ein rotäumiger Drache Level 7, sein anderer Level 7 ist mein Dickei, mein Level 8er Kali Yuga, eigentlich hole ich den endlich nur raus durch XY-Universum. Was ja. Kann der? Der kann, wenn er kommt, alle offenen Karten sind negiert, sprich er kann sie nicht aktivieren und wenn ich einen detache, kann ich dann, ist er eigentlich wie ein Heavy Storm. Ein Castell,
Ein Emerald, ein Dweller, ein Cowboy als Vierer. Der eigentlich gegen Cosmo ganz gut. Der Herzdrache, wie soll ich sagen. Ein Volkasaurus, ein Durendal, ein Naiades, ein M7 und als Ding habe ich noch den Cosmeos und den Diamond. Könnte ich eigentlich dann auch zum Beispiel, komme ich dann auf ihn oder auf ihn, kann ich auch drauf überlegen oder halt auch für BA Diamond, eigentlich ganz gut. Ja, das war's von dem Deck. Wie findest du Cosmo zurzeit und was denkst du in Zukunft von Cosmo mit dem neuen Set dann? Also ich finde Cosmo ganz stark. Klar, gegen die ganzen Pennies ist es echt schwer. Man muss da nur gut dagegen spielen. In Zukunft, die kriegen guten Support. Ob es aber reicht, wissen wir noch nicht. Ich finde es immer noch gut, ist immer noch ein Tier 1 Deck auf jeden Fall. APP oder die ganzen kleinen Decks sind natürlich noch eine Stufe höher, glaube ich. Wir werden sehen, wie es kommen wird. Ich werde auf jeden Fall weiter bei Cosmo bleiben. Ist jetzt wieder absolut mein Lieblingsdeck, neben Burning Abyss natürlich. Und ich bleibe dabei und versuche ein gutes Bild zu bauen, damit ich auch gegen die zukünftigen Decks eine Chance habe. Hey Jungs, servus. Ich hoffe, unser Video hat euch gefallen. Wenn ja, schaut euch die anderen Videos an. Ansonsten liken, subscriben, kommentieren. Checkt unsere Sponsoren ab, unsere Beschreibung, checkt unsere Facebook-Seite ab. Und nicht vergessen, leidet nicht.